Ja, in diesem Video einfach mal meine Lieblingsseite, die ich präsentieren möchte. Viele von euch werden sie kennen, kinox.to, früher auch kino.to. Ob die jetzt ganz legal ist oder Peng, darüber lässt sich streiten. Ich würde auf jeden Fall nichts uploaden da, aber wer gelegentlich streamt, den sollte nichts passieren. So wurde mir das gesagt. Aber man sieht ja auch in jeder Dokumentation, in jeder Nachrichtensendung, sieht man was anderes. Vor allem auf RTL, aber gut, egal. Ja, aktuelle Kinofilme gibt es natürlich, da können wir mal reinschauen. Rubinrot, super Film. Zwar nicht in 3D, aber ein klasse Film, den habe ich im Kino geschaut. Wirklich ein empfehlenswerter Film. Hat zwar nicht viel mit dem Buch zu tun, aber das haben die Filme ja nie. So, an sich zeige ich jetzt einfach mal ganz schnell, wie das so funktioniert alles. Gehen wir einfach mal Tour and Half Man. So, dann haben wir hier schon einmal Deutsch, Amerikanisch, Deutsch-Amerikanisch. Gehen wir mal auf Deutsch. Spulen einfach mal vor auf Staffel 10, Folge 12. So, jetzt gibt es hier verschiedene Anbieter, sage ich einfach mal. Geht los von BitShare bis SockShare oder PutLoga. Was man davon nimmt, ist eigentlich relativ egal. Bei BitShare hat man eine Begrenzung drin, man kann, glaube ich, nur eine Folge gucken. Klicken wir hier mal drauf ein paar Mal und dann erscheint hier unten www.kinox.to und in dieses schwarze Feld klickt man einfach rein. Gut, das ist jetzt ein bisschen Pech. Im Normalfall wird man dann weitergeleitet. Ich versuche mal bei PutLoger. Zack. Okay, irgendwas stimmt wohl hier nicht so ganz. Dann versuche ich es mal bei BitShare. Das Einzige, was etwas nervt, ist die übertrieben viel Werbung. Die Werbung beinhaltet Pornografie ohne Ende. Das ist etwas nervig. Gerade hier auf YouTube. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt zensieren muss, aber im Moment ist noch nicht so viel. Ich schließe die Seite mal so schnell wie möglich. So, wie man sieht, ihr könnt zwar jetzt nichts verstehen, aber an sich geht es eigentlich dann direkt los, wenn man eine schnelle Internetverbindung hat, wenn man abends schaut, so wie ich. Wenn man natürlich sonntags, ja, so gegen Mittag schaut, dann muss man schon sehr lange warten, bevor man überhaupt gucken kann. Bevor er fertig gepuffert hat. Aber so, der puffert schneller, als ich gucken kann, sieht man hier unten. Alles klar. So viel nur dazu, zu kinox.to. Wirklich eine schöne Seite, abgesehen davon, dass illegal oder legal ist, kann ich nicht viel zu sagen. Sagt jeder was anderes. Soweit ich weiß, ist es noch eine Grauzone. Wer gelegentlich guckt, dem passiert nichts. Ja, so viel dazu. Wie schon gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.